Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Jo, wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich gut unterwegs. Wir haben endlich mal einen Rucksack. Und damit können wir einfach mal mehr rumlaufen, ohne dass es immer da die ganze Zeit voll ist. Jo, wir minen jetzt gerade ein bisschen und craften uns dann ja alles zum Pokébälle herstellen. Egal welche. Denke mal Hyperbälle. Das ist das effizienteste am Anfang. Und ja, wir haben ein paar Pokémon wieder gefangen. Hier ist ein Kristallerz, cool. So. Ja. Jetzt sind wir wieder voll. Und Crafting Table nicht. So. Jetzt können wir nichts mehr reinstecken. Egal. Gut. Und ja, die Bauxit lasse ich jetzt langsam mal hier. Das Eisen könnten wir schon gebrauchen. Da haben wir jetzt mehr als einen Stack. Gut. Wobei eigentlich Bauxit können wir schon noch ein bisschen mehr vertragen. Aber ihr müsst wissen, dass man die Unterseiten aus Eisen machen muss. Also wir brauchen sehr viel Eisen. Ja, da haben wir leider kein gutes Pokémon dafür. Ich tue einfach Bautz wieder benutzen, weil sie geheilt wurde. Aua. Auch sehr effektiv. Ah, wegen Flug, stimmt. So. Sehr stark gewesen. Ah, es hat wieder dieses Ding. Oh, ich überlebe ein HP. Ein Diorit, dankeschön. Lohnt sich aber nicht so. Also Redstone nehmen wir noch mit. Und ich möchte ja noch nach oben zum Stollen gehen wieder. Ich werde einfach schauen, was da unten alles für Erze sind. Wir sind nämlich auf 13 unten. Wo war jetzt dieser Bauxit? Da oben. Ja, da haben wir ein paar Gegenstände nicht eingesammelt. So. Da oben war irgendwas? Nö. Okay. Ja, Redstone ist auch häufig. Hä? So. Gut. Also gehen wir nach oben zum Stollen. Hier ist ja nichts gewesen, nein, da waren wir. Ah, ein Zubat. 24 Uhr. Mann, oh, wieso haben sie das so gemacht? 30, boah. Also das Eisen jetzt gar nicht mehr nehmen. Hier ist der Stollen. Und zwar hat es hier, okay, Kiesing Leaf 27. Boah. Ja. Englische Pokémon-Namen nerven mich jetzt schon. Diglett. Oh. Okay, Dig da ist auch nicht gerade so toll. Grab doch da mal. Digging-Decke. Digging-Vieh. Genau, das Digging-Vieh. Grab mal da. Genauso wie das Guck mal da. Mann, wieso? Wieso sind die Namen manchmal so doof? Guck mal da. Ein Marder, der guckt. Oh, cool. Ich fühle mich einfach gemobbt. Ja, die Saphir können wir nicht mitnehmen, gell? Boah, wie viel jetzt da? Ja, also
Nochmals ein Wegpunkt, ein Kurzwegpunkt machen. Kann doch nicht sein, dass man immer so viele Items findet. Was ist das hier? Krakeler. So ein kleines Krakeler. Diglett. Also wie weit sind wir hier weg? Nur 55 Meter. Okay, Grad 2. Das geht einfach gar nicht, ey, dass man so viele Items in diesem Modpack findet. Aha. Hey, hat das jetzt gebuggt? So. Dann tun wir doch hier mal das Wichtige rein. Das Richtige ins Kröpfchen. So. Gut. Dann, okay, hier noch. Das Eisen tun wir mal. Dann das Boot. Und ja. Also das Silikonerz schon hier, aber ich weiß nicht, also die Erze. Zum Beispiel hier, nein. Egal, wir finden es schon. Silikonerz wäre hier zum Beispiel auch. Also, boah, wie die Bäume hier aussehen. Die sind so cool aus. Wir müssen halt einfach. So, also das Kurzding, das mache ich jetzt weg, weil sonst ist es zu übertrieben mit dem, ja, überall hinporten können und alles mögliche. Aber es ist halt schon, also die Wege sind halt schon extremst manchmal. Da muss man halt einfach ein bisschen abkürzen, sonst dauert alles so ewig lange. Es ist ja eher eine Abkürzung als ein Cheaten oder so. Aber eben, ich habe ja gesagt, ich werde nicht überall hinporte oder so. Ich werde einfach so meine. Ich denke mal, diese Kurzwaypoints vielleicht nur einmal benutzen können. Ja, werde ich machen, als Regel. Und die großen, denke ich mal. Jo. Wenn es wirklich nötig ist, also wenn wir wirklich irgendwie voll sind oder so. Aber wir werden genügend Rucksäcke mitnehmen. Das ist klar. So, also, dann haben wir hier noch kurz. Irgendwas? Nö. Früher habe ich immer diese Gräbel runtergeworfen, damit sie einfach nicht hingen. Und weil es einfach lustig aussah. Cool aussah. Eher gesagt. So. Gut. Ja, ich wollte ja diese. Genau, hier sind auch Saphir. Jetzt, wo ich sage: Saphir. Wir haben überall Eisen. So viel Eisen habe ich noch nie abgebaut auf einem Stück. Okay, hier oben ist nichts mehr Nötiges. Okay, das ist ein Meteorit. Das sah so vierjährig aus. Aber dafür Amethysten wieder, sehr gut. Aha. Wer sucht, der findet. Geheimgang. Oh, ein Spawner. Ein Skelett-Spawner. Okay, unser Achievement in diesem Modpack ist, Spawner zu finden ohne Pokémon. Aber ja, die Tragossos, die könnten eigentlich hier draus spawnen, ne? Ja, du wirst sofort verlieren. Baut es eigentlich nicht, Knopf hinzukommen. Okay, Lotenschlag. Du musst schlafen, sozusagen. Dann noch ein Wickel. Schläft noch. Nein, Knopf im Kopf müssen. Dann vergiften. Nein!
So starker Pokémon immer. Komm, Boden gegen Boden. Ist nicht sehr aktiv, stimmt. Kopfnuss. Ist er da auch nicht sehr effektiv. Lebensschuss. Sehr effektiv, cool. Nochmals Lebensschuss. Nein! Wieso sind die Attacken der Pokémon immer so stark? So, dafür ist die KI nicht so gut. Also, jo. Das, was ich dachte, Knochen. Knochen und Erde. Ja, die hätten schon den Lootpool ein bisschen interessanter machen können. Aber nee. Sie nehmen das, was einfach am besten passt. Ja, wenn man halt so viel arbeitet und wenig Zeit hat, dann macht man so komischen Ach komm schon. Tool. Loot. So. Also. Ja. Wir kommen nicht so gut wieder nach oben. So, hier waren wir noch nicht. Schon krass, wie große Stollen generiert werden. Oh, Lapis. Ich sehe Erz. Hier ist auch noch etwas. Kristallerz, okay. Ja, dann geht es eigentlich wieder runter, oder? Ja. Hier waren wir aber schon, oder? Nee, muss nicht sein, es ist einfach hell. Wunderbar. Ja. Also hier waren wir doch schon. Ha! Okay, da unten war schon. Ja. Sehr gut. Also ich würde mal empfehlen, wir lassen einfach mal einen Spawner. Vielleicht finden wir ihn ja wieder. Ich möchte nur durch. Sehr gut. Boah, wie schwer das jetzt zu sehen ist. Gut, okay. Also dann hören wir langsam mal auf mit dem Minen. Wir haben eigentlich genug gefunden. Platinerz. Oder wir gehen jetzt hier direkt nach unten. Könnte aber hochporten und dann runter graben. Ist ein bisschen interessanter. Weil wir sonst einen Stollen mehr haben. Ist nicht mal weit runter. Hä? So. Also machen wir hier mal auch auf, dass es nicht so nah dran ist. Beim Spawn. Könnte ja sein, dass man ein bisschen backt. Und dann mache ich einfach hier vorne irgendwo runtergraben. So. Jo, eigentlich möchte ich jetzt das nicht alles in meinem Part machen. Jetzt haben wir auch die Halbzeit, also hören wir einfach hier nochmals auf. So. Damit ich nicht den ganzen Part immer voll habe mit irgendwie etwas machen. Und jo, das nehmen hier. Holen die Diamanten und so dann einfach später. Ich glaube, die sind auch selten in diesem Mod, habe ich das Gefühl gehabt. Damals. Vielleicht sind sie nicht mehr seltener, aber ich weiß es nicht. So, also. Dann haben wir auf jeden Fall noch Blöcke. Wer bist du hier? Ein Trainer. Ein Trainer mit keinem Namen. Also ich möchte gerne ja noch den Rucksack eigentlich ausleeren. Diesen Müll hier. So. Dann hat es hier also noch Saphir. Ja, Silizium können wir auch hier rein tun. Schwarz Glanzstein.
So, haben wir hier noch den Loot? Ja, da war ein Loot. Gut. Schön viele grobe Erde langsam. Truhen gehen hier runter. Und eine rote Scherbe halt. Oberst hin. So, und dann noch ein Minecart. Hier dann. Gut, dann haben wir eigentlich leer, ja. Ja, Brot müssen wir jetzt nicht holen. Wir gehen jetzt zu diesem. Also K2 können wir entfernen, da waren wir ja teleportiert. Mine Farm, genau. Also ich möchte gerne in ein Dorf gehen. Dieser Knopf. Gibt es hier ein Dorf? Ah ja, wir wollten ja noch zum Ding gehen. Sag schon zum Ruined Portal. Gut. Ja, immerhin. Was ist das hier? Kristall, okay. Aber nicht. BP ist zu schwer für Carpador. Bammelin aber vielleicht. Ich weiß nicht, ob er da uns viel Schaden machen kann. Ja, mit Aquaknarre sogar. Werden die schon schaukeln. Nicht immer Aquaknarre, nein. Sehr grausig. Oh. Okay. Oh, Ruhe noch's. Kamehaps. Wie einfach rohe Lachs wirklich sehr lohnenswert ist zu bekommen, weil wir die einfach nicht farmen können. Naja, nur in den Kisten könnten wir sie noch finden. So, ja, der Wald sieht wieder fantastisch aus. Ich bin schon wieder ein bisschen zu fest abgelenkt von dieser Schönheit. Wie einfach manche Sachen Minecraft einfach viel schöner machen, dass einfach nicht mehr so verpixelt ist. So verfoxelt, sorry. Dort ist das Portal. Gut. Wird schon wieder Nacht. Oder erst wieder Nacht. Wir waren ja unter Erde. Ganz viele Blumen. Schöner Mondportal. Was haben wir dort? Das ist eine Apikokorote. Also hier. Wow. Lohnt sich ja mega. Voll für die Glocke. Gut, nein. Wir gehen mal dorthin, aber das ist, glaube ich, wieder ein Ding. Kürbisgebäude da. Ein riesen Kürbis. Und hier ist wahrscheinlich irgendwo noch ein Lavasee. Oder irgendwas, so ein Loot-Gebäude, ja. Na, so ein Loot-Teil. Ein Knopf. Booster Energy. Jetzt macht's Boom. Sneak. Okay, die Energie von den Abilities irgendwie. Erhöht den Schaden. Check ich jetzt nicht. Ja, ein Kürbisgewölbe. Oh, ein schöner Berg. Cool. Was? Viridium ist im Waldhügelbiom aufgetaucht. Das ist ein Legendary, hä? Ich habe leider keine Pokémon-Map. Aber es müsste eigentlich hier oben irgendwo aufgetaucht sein. Wo ist das Legendary? Ich kenne das gar nicht. Viridium. Was ist das für ein Legendary? Vor allem, wo ist es? Dort drüben? Also hier ist ein Waldhügel. Ja, wie kann man die finden, weißt du? Das ist ein Hut.
Kids. Irgendwo hier. Ich habe keine Ahnung, leider so. Spawnen die ganz in der Nähe oder ist das ungefähr 1 Kilometer oder so? Das ist ein Lidium. Es kann wirklich so ein winziges kleines Vieh sein. Aber ich kenne es jetzt einfach nicht vom Namen. Kann euch nichts sagen. Vielleicht hier oben? Irgendwo war hier eins. Der Dioser. Ich kann leider das ja so nicht finden. Ja, es ist eben noch zu früh. Die sind irgendwie so Level 60 oder so. Also 40 mindestens. Manche sind auch so Level 70, 75. Ja, kann leider nichts sagen. Das ist sicher auch kein Legendary. Schade, dass man die nicht so sieht auf der Map oder so. Das ist etwas Grünes. Ist es das? Wo ist es? Unterirdisch hier? Aha, das ist ein Tränen. Okay. Das Enoko ist es doch, oder? Ja, keine Chance, es zu finden. Ja, wir müssen endlich mal ein Flug-Pokémon haben und drüber schauen. Also hier ist kein Wald mehr, da drüben könnte ein Wald sein. Hier. Vielleicht haben wir es einfach übersehen oder so. Ich gehe einfach mal kurz zu Kirby's Ding rüber. Vielleicht irgendwo hier. Es interessiert mich, was ist ein Viridium? Ein Zigzags? Geradax, genau. Die Nachentwicklung. Ist echt schade, dass man die nicht so sieht. Die hätten wenigstens funkeln können oder sonst irgendwas. Das da? Charmian. Okay. Schade. Echt schade. Ja, ist ja nicht mal etwas drin hier. So doof. Ein Kürbis. Einen einzelnen Kürbis. Schade, echt schade. Ich hätte das gerne euch zeigen können. Wollen. Aber ich weiß selber nicht, wie es aussieht und. Ja, ist einfach zu schwer. Sieht sicher hässlich aus, so wie es sich nennt. Zum Beispiel, ja, so dreieckig. Also Viridium ist für mich irgendwie so eine Art Stein, also Ding, jo, Edelstein oder so etwas. So viereckig, dreieckig oder so. Für mich ist es Iridium. Iridium. Iridium, Feridium. Ja, wo sind denn die Legendäre, wenn sie auftauchen schon? Vielleicht ist es einfach davon geflogen, kann auch sein. Direkt beim Spawn, einfach in eine Richtung, wo ich nicht geschaut habe oder so. Okay. Vergessen wir es. Also, ich möchte kurz auf die Map schauen. Da nichts, haben wir nichts Anständiges. Wir gehen jetzt mal hier einfach wieder aufs Meer oder so, dass wir besser erkunden können. So.
Oh. Das ist ein Körper da, ein gelbes Körper da. Dort hat es nichts. Nein, das ist wie immer nichts mit diesen Gigadynamax-Felsen. Ja, beim Körper da könnte wieder etwas sein. Angeln vielleicht. Ein paar Angeln. Die Angeln, die Angeln. Langsam bin ich wieder müde. Ja, es ist Abend. Hallo? Dachte schon. Team Rocket ist das Beste. Okay, ein Trainer, der Auto angreift. Das ist nicht so gut. Seit wann sind. Ah, vielleicht vom Anime. Dort haben vielleicht die Dinger oder die Team Rockets so ein Ding gehabt. Mist. Oh, knapp besiegt worden. Nein! Okay. Keine Chance. Ist viel zu hoch. Also Carpador, du schaffst das. Yay! Carpador ist das beste Pokémon. Radfratz. Oh, du wirst sowas von sterben. Ja, One-Shot. Also. Nekli wird das besiegen. Ja, was können wir da machen? Nee. Oh, besiegen lassen. So. Mega starke Pokémon. Das hört doch auf. Eieiei, Pokémon. Also die Pixelmon-Mod übertreibt. So. Also. Dankeschön, ey. Den nehme ich aber dafür mit. Den brauche ich. So ein Dschungelsetzling sieht sicher geil aus. Dann das Dschungelbahn. Kannst du aufhören mit dem Herumwackeln? Ausgeglichen. Okay, man muss merken, ich mag ja jetzt nicht mehr in diese Boote rein, wenn ich nicht bereit bin dafür, dass Pokémon zu schwach sind. Gehe ich nicht mehr rein. So, immer schön Fisch mitnehmen, ist wichtig. Manche Pokémon essen sicher gerne Fisch. So, und was ist das? Eine Fossilvitrine. Möchte ich mitnehmen. Kann ich mitnehmen? Ja, gut. Einen Kühlschrank nehme ich auch noch mit. So, also hier müssen wir nicht mehr weiter, oder? Hier können wir ja auch wieder schwimmen, mit dem Boot fahren. Und dann gehen wir einfach zurück ins Lager und laden wieder die Sachen raus. Schön auslassen. Schwarze Edelsteine. Einfach alles wieder ausladen. So. Und ja, ich kann ja jetzt momentan mal einfach ein Beet machen. Vom Baum dann, wie er aussieht. Lass ich euch mal ein bisschen überraschen, wenn ich noch keinen Thumbnail habe. So, und können wir wieder hier hoch machen. Ja, wäre eigentlich nicht so gut. Also es wäre schon gut, dass wir das ja essen. So. Also hier haben wir eine Glocke, hier haben wir noch einen Topf. Dann haben wir noch so einen Edelstein, der irgendwie ja, hier hochkommt. Feuerzeug. Gut. Und eine neue Angel. So. Also setze ich den irgendwie. Ah nein, das ist ja ein anderer Setzling. Ich brauche ja die neuen Setzlinge. Oh. Also ich setze ihn hier oben hin, damit wir auch bald dann ausbauen können. Hier habe ich noch Kakteen vermehrt. Und ja, die Beeren muss ich ja jetzt momentan nicht abbauen. Vielleicht finden wir noch irgendwas für ein Screenshot, aber ich muss jetzt dann bald essen, Abendessen. Gibt es irgendwo ein Pokémon, das ein bisschen seltener ist. Oh, Rockball. Du bist doch ein seltenes Anfänger-Pokémon, ne? Kurz.
Hört doch auf, immer abzuhauen. Hallo, ich wollte dich fotografieren. Hallo, Robball. Hey, Robball, hör auf abzuhauen. Mist. Hey, was ist das für ein doofes Pokémon? Ich besieg dich gleich nachher. Ja, ist unmöglich, ist viel zu. So. So, schönes Bild. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.